Karussell. Heute bin ich mal wieder, seit längerem, mit einem Kochvideo dabei. Ja, ihr habt richtig gehört, ich werde mal wieder kochen. Und auch braten. Ich werde heute zwei Schnitzel braten. Mit heller Soße. Und die Zutaten seht ihr hier auf dem Tisch. Auch ich werde noch mal näher rankommen, um sie euch alle zu zeigen. Ich habe mir übrigens hierzu noch frische Eier gekauft, weil ich keine hatte. Ich halte sie auch mal in die Kamera. So, wie ihr seht, sind die Zutaten schon alle vorbereitet. Ich muss jetzt nur noch die Schnitzel vorbereiten. Ja, ich habe also alles beisammen. Und ja, dann muss ich natürlich noch die Soße dabei kochen. Ja, dann fange ich jetzt mal an, ne? Ihr seht, die Schnitzel sind schon richtig am Braten und die Soße ist schon fertig. Jetzt muss ich nur erwarten, dass die Schnitzel fertig sind. Was auch immer ganz wichtig ist, dass man die Schnitzel immer wieder wendet, damit sie nicht zu dunkel werden und verbrennen. Zum Braten habe ich übrigens sowohl damit genommen, weil das pflanzlich ist und man kann es gut zum Braten, Kochen und Backen nehmen. Besteht auch hergestellt aus sonnengereiften Sojabohnen, reicher mehrfach ungesättigten Fettsäuren, natürlich mild im Geschmack, ideal für eine moderne, bewusste Ernährung. Ja, an mancher Stelle sind sie ziemlich dunkel, deswegen werde ich sie jetzt auch ausnehmen. Also ich denke mal, sie sind jetzt fertig.
Gott jetzt fertig wird. Die Pfanne weiche ich jetzt erstmal ein und dann werde ich die Schnitzel aufschneiden. Beziehungsweise ein Schnitzel aufschneiden, um zu gucken, ob sie auch wirklich klar sind. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Stück abgeschnitten und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier gut erkennen könnt, aber ich finde, es sieht sehr gar aus. Also ich finde, das ist mir gut gelungen. Auch schön goldgelb. So kann ich sie jetzt essen. So, wie ihr seht, meine Schnitzel und mein Essen ist fertig. Nun werde ich mir es gleich schmecken lassen. Ich habe extra nur zwei Schnitzel gemacht, ohne Beilage, weil es ja wie gesagt zwei Schnitzel sind. Ich möchte mich übrigens bedanken für deine Inspiration, Markus K., für dieses Video. Und ich hoffe, du siehst es bald. Ja, und ich wünsche dir noch alles Gute aus Hagen für deinen Urlaub. Genieß ihn und komm bald wieder gesund zurück. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne ein Gefällt mir da lassen und auch ein Abo. Ihr könnt auch gerne kommentieren, wenn ihr mögt. Bis dann, euer Brüssel. Hi, grüßt euch. Hier ist wieder euer Brüssel. Ich mache diesmal wieder ein Kochvideo. Und heute geht es darum, dass ich Schnitzel brate mit einer hellen Soße. Hallo, hier ist wieder euer Rosell. Heute geht es darum, dass ich... Hi, hier ist wieder euer Rosell. Heute wieder mal mit einem seit längeren... Hi, hier ist wieder euer Rosell. Heute bin ich mal wieder, seit längerem, mit einem Kochvideo dabei. Ich habe mir übrigens hierzu noch frische Eier gekauft, weil ich keine hatte. Ich hatte sie auch mal in die